Da kann man auf jeden Fall noch was draus machen, da steckt noch viel Potenzial drin. Die meisten Möbel haben eine sehr, sehr gute Qualität und dadurch, dass sie jetzt schon 50 Jahre bestehen, können sie auch noch weitere 50 Jahre mit einer kleinen Aufbereitung weiterleben. Luis und Jona aus Kassel haben in diesem Jahr ein eigenes Business gestartet und das mit gerade mal 17 und 18 Jahren. Gemeinsam motzen die Best Buddies alte Möbel auf. Tatsächlich geht bei uns so ein bisschen das Herz auf bei alten Möbeln. Also wir sehen da total viel Potenzial. Also gerade in Weiß ist der total trendy wieder. Ganzen alten Designs kommen wieder hoch. Es ist ja auch irgendwie nachhaltig, diese Sachen wieder aufzubereiten und wiederzuverwenden, weiterzuverwenden, anstatt die wegzuschmeißen und gegen billige Sachen einzutauschen mit einer viel schlechteren Qualität. Im Keller der Eltern schleifen, schrauben und lackieren die beiden jungen Unternehmer. Aber Moment mal, wo gehört denn dieses Teil jetzt nochmal hin? Das ist immer das Problem. Wenn man es nämlich erstmal abbaut, dann ist das immer noch was anderes, als wenn man es wieder dran bauen muss. Aber irgendwie funktioniert das dann schon. War ja auch dran, ne? Also, kein Problem. Kurz im Smartphone die Vorherbilder gecheckt, schon passt alles wieder zusammen und es kann weitergehen. Die beiden sind eben echte Profis. Das ist unser Hobby. Und so viele Möbel, die wir machen, die können wir gar nicht selber behalten, ne? Und das kann man dann noch für andere die Möbel machen. Das ist super. Die meisten aufgemotzten Möbel werden direkt weiterverkauft. Besonders stolz sind die beiden auf diesen mehr als 100 Jahre alten Schreibtisch. Er kam als Schrotthaufen und geht als Retro-Schmuckstück für gut 1000 Euro. Der Tisch, der kam zu uns, da war der komplett kaputt. Also wir hatten die Schlösser. Die waren rausgebrochen und die Rückwand, die war kaputt. Der ganze Tisch war instabil und der war halt wirklich, der war halt nicht mehr so gut im Schuss. Und wir haben dann den einmal komplett neu aufbereitet. Leben können Luis und Jona von ihrem Startup noch nicht, aber sie arbeiten dran. Kommendes Jahr wird erstmal Abi gemacht und für danach gibt's schon große Pläne. Tatsächlich ist unser großer Traum eigentlich eine eigene Schreinerei aufzumachen. Also daraufhin arbeiten wir eigentlich. Und wie unser Hobby zum Beruf zu machen, das wäre eigentlich so das, was uns sehr erfreuen würde. Und bis dahin werden die beiden sicher noch jede Menge Schrottmöbel aufmöbeln. Alles glänzt, so schön.